Auf diesen Tag haben sie anderthalb Jahre gewartet. Die syrische Familie Halawi will ihre Mutter und Großmutter Ayush abholen. Gleich soll sie ankommen, aus Syrien über Beirut im Libanon nach Berlin. Ich bin so aufgeregt, habe seit gestern nicht mehr geschlafen. Ich bin wirklich gestresst. Die Familie hat Glück gehabt. Ein deutscher Verein hat behördlich und finanziell dafür gesorgt, dass Ayush Halawi nach Deutschland reisen und hier bleiben darf. Mit Hilfe einer Bürgschaft. Es hätte für sie sonst keinen Weg hierher gegeben. Und das ist auch so ein bisschen die dunkle Seite. Wir stehen jetzt hier für eine Person, die wir rausholen können. Und wir müssen auswählen, wir können nur die krassesten Fälle rausholen. 6 Wochen vor der Ankunft. Martin Keune vom Verein Flüchtlingspaten Syrien und Familie Halawi bei der Berliner Ausländerbehörde. Der Verein hat eine Verpflichtungserklärung organisiert. Das funktioniert so. Eine Berlinerin, Marlies Monnier, sichert mit ihrer Unterschrift zu, dass dem deutschen Staat durch die Syrerin keine Kosten entstehen. Nur so können die Alten und Kranken aus dem Krieg in Syrien legal geholt werden. Unter welchen Bedingungen lebt sie jetzt? Das Haus ist irgendwie... Also die gehört meiner Oma, ja. Ist kaputt, also ja. Ist alles kaputt. Wollen sie nach Deutschland vielleicht holen, dass wir sie helfen können? Mhm. Weil alleine sie kann nicht. Nee, kann nicht mehr. Sie ist auch nicht mehr gesund, ne? Ja. 200 Menschen hat der Verein bisher auf diesem Weg nach Deutschland geholt. Familie Halawi ist bereits vor 3 Jahren aus Syrien geflohen. Die Kinder gehen in Berlin zur Schule. Der Älteste macht bereits eine Ausbildung. Hallo Mama, wie geht's dir? Die Strapazen einer Flucht über die Balkanroute bis nach Deutschland hätte die 76-Jährige nie bewältigen können. Das Leben ohne ihre Kinder, allein im zerstörten Aleppo, auch nicht. Sie braucht dringend eine Operation. Sie hat kein Geld zum Leben. Niemand klopft und stellt sicher, ob sie Medikamente braucht oder Pflege. In ihrem Haus gibt es keinen Strom. Sie hat nur eine Kerze. Also ich vermisse meine Oma und ich wünsche mir, dass meine Oma schnell hier in Deutschland kommt. Und ja, ich habe sie schon lange nicht gesehen. Ich vermisse sie richtig. Zurück am Flughafen. Weit nach Mitternacht kommt der verspätete Flieger aus Beirut endlich an. Ayush Halawi ist noch nie in ihrem Leben geflogen. Deutschland kennt sie nicht. Und doch ist sie plötzlich zu Hause.